Kennst du den Herrn Nikolaus? Manchmal kam er nachts ins Haus, milderte so manche Sorgen, tat dies heimlich und verborgen. Myra war sein Heimatort, predigte dort Gottes Wort, sah, was groß und klein bewegte, Hoffnung in die Herzen legte. Kinder sah er jeden Tag, wusste, was sein jedes mag, Apfelkeks und Süßigkeiten uns noch heute Freud bereiten. Doch bald war Stab und Siegelring, Nikolaus zum Hafen ging, seine Bischofsmütze wippte, als er in die Wellen blickte. Sende Hilfe aus der Ferne. Oh, das hätte er so gerne. Und in jener Hungersnot kam ein kaiserliches Boot, Nikolaus bat um Getreide, lindert unsere Hungerleide. Da erschrak der Kapitän, das will doch der Kaiser sehen, ließ sich aber dann erweichen und viel Säcke Korn ihm reichen. Korn genug für viele Jahr, brachte Brot, wo Hunger war, und das Schiff verließ den Hafen, fürchtete des Kaisers Strafen. Doch das Wunder setzt sich fort, fehlte nicht ein Gramm an Bord, Kapitän und Mannschaft staunten und von einem Wunder raunten. Ist ein Mensch von Gott?